Ja, guten Morgen, seid gegrüßt. Ich bin jetzt hier im Odenwald in Osterburgen. Ich habe mich heute früh um 7 Uhr von Bürstadt aufgemacht, bin über Mannheim hierher gefahren. Ich habe mir jetzt im Mai das 49-Euro-Ticket geholt und das kann man jetzt gleichzeitig schön ausnutzen für Radtour. Ich will aber den eigentlichen Teil meiner Radtour in Mundau starten. Da geht es dann nach Moosbach und zwar will ich euch mal die Wanderbahn, den Odenwald Express, wie es heißt, vorstellen. Doch zuvor muss ich jetzt erst nach Mundau fahren, hier von Osterburgen aus. Es geht über Eberstadt, Buchen und dann müsste ich auch schon bald in Mundau sein. Aber jetzt gilt es für mich erstmal Kilometer zu machen und auf, los geht's! Osterburgen auf der Bundesstraße verlassen. Da gab es schon die ersten Steigungen. Jetzt bin ich hier rechts abgebogen auf den schönen Radweg. Und ja, Osterburgen hat auch ein schönes Römermuseum am Limes. Ich denke, das kann man auch mal besichtigen. Das haben wir gar nicht gewusst. Hier sind wir auch im Bereich der Römer wieder. Jetzt ging es ein Stück über Schotterpiste. Hier wird der Weg neu gemacht. Ich wollte euch noch etwas zu der Zugfahrt sagen. Und zwar bin ich ja heute Morgen in die S1 eingestiegen und hierher gefahren nach Osterburgen. Die S1, die startet eigentlich von Homburg an der Saar und endet in Osterburgen. Und ist eine schöne Zugfahrt gewesen, geht schön das Neckartal entlang. Und bei Moosbach geht es dann in den Odenwald. Jetzt bin ich auch in Eberstadt angekommen und für mich geht es jetzt weiter nach Buchen. Ja, in Eberstadt gibt es auch hier eine Tropfsteinhöhle, die sehr sehenswert ist. Aber bitte aufpassen, nicht nach Eberbach fahren, sondern nach Eberstadt. So manch einer hat das schon verwechselt.
Und hier sind wir jetzt an der Tropfsteinhöhle. Für mich geht es jetzt hier aber nicht rein. Da habe ich leider keine Zeit mehr dafür. Hier ist noch ein See dabei. Hier nochmal ein Blick darauf. Da vorne geht's rein. Da kommen schon einige mit Busse, die die Tropfsteinhöhle sehen wollen. Für mich geht es jetzt weiter. Nach Buchen sind es noch 6,5 Kilometer. Jetzt fahre ich gerade auf dem Skulpturenradweg und auf dem MTF-Radachter. Buchen haben wir jetzt auch geschafft und hier werde ich mich mal kurz ein bisschen umschauen. Ausbuchen bin ich jetzt auch wieder raus. Ich bin teils mit dem Fahrrad gefahren, teils habe ich das Rad geschoben. Ich habe noch ein bisschen die Altstadt besichtigt und jetzt geht es weiter nach Mudau. Es sind ungefähr noch 6-7 Kilometer. Mudau bin ich jetzt angekommen. Zwischen Buchen und Mudau ging es immer steil bergab, zum Teil 14%. Aber ich glaube, das war das härteste Stück des heutigen Tages. Es waren ca. 25 Kilometer und jetzt bin ich hier am ersten Etappenziel. Der Bahnhof von Mudau ist erreicht. Da hinten steht auch ein Lok. Da geht es für mich gleich weiter. Ich suche mir jetzt aber erstmal einen Platz für Mittagspause zu machen. Thank you.
Ich bin jetzt wieder am alten Bahnhof in Mudau. Hab mich mal kurz gestärkt. Ja, es war Zeit nach dieser anstrengenden Etappe hierher. Und jetzt gucken wir uns das mal alles ein bisschen näher an. Ja, die Tour habe ich mir wieder in meinem Buch hier ausgesucht, die 50 schönsten Bahntrassenradwege. Da ist die drin und schön beschrieben. Hier nochmal das Bild. Hier sehen wir nochmal die Tafel, den Wanderbahn Neckar-Odenwald, alter Bahnhof Mudau. Das war mal eine schmale Spureisenbahn von Mudau nach Moosbach. Wurde 1905 eröffnet. Fast 70 Jahre lang war die Bahn in Betrieb. Und 1973 wurde sie aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt. Und unten sieht man schön nochmal den Verlauf. So, und ich werde jetzt die Radtour hier weiter fortsetzen und werde euch alles weitere über die Tour von unterwegs berichten. Jetzt bin ich wieder on Tour auf dem Bahntrassenradweg. Jetzt geht es weiter. Und gestern war ich auch on Tour, und zwar auf dem Maimarkt in Mannheim. Da habe ich mal verschiedene Arten von Knackerwürste mitgenommen. Und die gab es bei meiner Mittagspause, die ich jetzt hier in Mudau gemacht habe, wie gesagt, am Rathaus. Allerdings ein bisschen schade war, ist, dass bei dem Bahnhof in Mudau, wo unsere Stadt war, genau der Supermarkt ist, da ist dann halt einiges los, wo Leute einkaufen und die setzen sich da hin und essen was, da genau wo die Bahn ist. Es war dann halt ein bisschen schade drum, aber trotzdem ein schöner Bahnhof in Mudau. Und die Wanderbahn, die ist 27 Kilometer lang zwischen Mudau und Moosbach. Und jetzt geht es in den Wald rein, in den Schatten. Und jetzt befinden wir uns an der Wasserstation Langenels. Ehemals wurden 5 Dampflokzugpaare eingesetzt und im Jahre 1958 waren es nur noch 3.
durch Lautenberg bin ich jetzt durchgefahren und nach Limbach sind es noch 2,7 Kilometer. Sich auch gleich noch mehrere Radwege. Ich kann sie vielleicht gerade mal vorlesen. Der Dreiländerradweg, Main-Neckar-Radweg, Kurpfalz-Achse, Dreitäler-Radweg und unsere Wanderbahn. Jetzt sehe ich auch das Symbol zum ersten Mal. Es sieht ganz lustig aus. Das blende ich euch gleich noch mal ein bisschen näher ein. Und der Odenwald-Madonnenweg ist auch hier. Ja, mein Fahrrad läuft hier wie auf Schienen, wie damals der Odenwald Express. Übrigens, den Odenwald Express nannte man damals auch Zügle, Bähnle oder Spembele oder auch den Entenmörder, weil sie nur mit 30 Stundenkilometer fuhr, erwischt es öfters mal die Enten. Aber seitdem die Bahn stillgelegt ist, sind die Enten wieder in Sicherheit. Am ehemaligen Bahnhof von Robbern habe ich eben gerade einen Mann getroffen. Haben wir uns mindestens eine halbe Stunde unterhalten und der hat mir noch so einiges erzählt über die Strecke. Jetzt gehe ich mit euch nochmal an die Infotafel und zeige euch noch hier ein bisschen. Hier diese schöne Tafel, das haben die hier vom Heimatverein selber gemacht. Auch die Hütte hier, die Signale, das haben die alle selber hier aufgestellt. Und hier nochmal ein paar Infos. Spurweite 1000 mm 1 zu 40, Betrieb 1905 bis 1973, haben wir ja schon gesagt, bis 64 Dampfbetrieb und das haben wir auch schon alles gesagt und bis heute Wanderbahn. Und hier sieht man nochmal die Strecke, den Streckenverlauf. Schön gemacht. Bin ich gerade ein paar Meter weiter gefahren, das hat mir der Mann auch gesagt. Den Brunnen hier haben die auch selbst hier hergebaut und da hinten sehen wir noch ein Griffelo, ich glaube, ich habe es richtig gesagt, so wie der Mann gesagt hat, den haben die auch hier selber aufgebaut. Ja, das haben sie gut gemacht, die Leute hier von Robbern. Und da vorne, gleich neben dem Brunnen, sind auch ein paar Bänke.
1980 wurde dann der Radwanderweg hier erbaut. Und ja, was ich jetzt gerade noch in Erfahrung gebracht habe, wir haben ja dieses Jahr 50-jähriges der Stilllegung der Bahn. Und zwar war das am 4. Juni. Und die Gemeinde hier, wo ich gerade durchgefahren bin, wo der Mann mir so einiges erzählt hat, findet da auch ein Fest statt. Hier vorne haben wir jetzt eine Baustelle, da wird gebaggert. Mal sehen, wie ich da durchkomme. Ja, die verlegen hier Kanal, habe ich gesehen. Aber der Bagger ist jetzt extra für mich aus dem Weg gefahren. War doch nett. Bin ich einige Kilometer hier auf dem Waldweg den Berg runtergerollt und jetzt habe ich auch mal geguckt, wo wir hier wieder sind, und zwar war da ein Schild Geo-Naturpark Lohrbach. Und es geht weiter bergab. Jetzt haben wir auch wieder einen schönen alten Bahnhof erreicht, und zwar der Bahnhof von Lohrbach. Nach Hasberg sind es 3 Kilometer. Kleiner schöner Zwischenstopp hier in Lohrbach, und jetzt geht es wieder auch im asphaltierten Weg schön bergab. Und jetzt haben wir wieder Waldweg. Geht schön runter. Jawohl. Gegenverkehr. Hier hinter mir ist der Bahnhof Hasbachtal. Schade, dass er so aussieht halt. Kann man halt nichts machen. Den Berg hier runter war der Weg jetzt nicht so gut. Und jetzt müsste man so langsam schon in Moosbach reinkommen. Und hier sehe ich, in Moosbach sind alle Radwege noch zusammen.
Ja, meinen Streifzug durch Moosbach habe ich beendet. Ich habe mich jetzt mal hier in den Park hier zurückgezogen an der Elz. Da wollte ich die Radtour noch mal kurz mit euch Revue passieren lassen. Es war eine schöne Radtour. Vor allen Dingen ging es, weil es oft bergab ging, würde ich euch auch raten, die so rumzufahren, in Mudau zu starten und in Moosbach zu enden. Ist auch wesentlich leichter, wenn ihr Kinder dabei habt. Dazugelernt habe ich auch noch einiges, besonders was die Wanderbahn betrifft. Da hat auch noch vieles auf den Schildern gestanden, konnte ich euch gar nicht alles vorlesen. Wenn ihr da mal fahrt, könnt ihr es ja in Ruhe selber durchlesen. Ja, in Moosbach gibt es auch einiges zu sehen. Vor allen Dingen der Elzpark mit Wasserspielplatz für Kinder und einiges mehr. Ist gegründet worden, wie hier die Bundesgartenschau war. Und jetzt gibt es nicht mehr so viel zu sagen von mir aus. Das meiste habt ihr ja gesehen. Und ich mache mich jetzt auf zum Bahnhof. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Bahntrassenradweg wieder, weil der kommt ganz bestimmt.